Interview mit Moritz Mörsch, Sportdirektor von Floorball Deutschland. Die erste Frage, wir haben hier gemerkt, die Organisation wirkt von außen sehr professionell, obwohl es anfänglich Probleme mit dem Internet gab, wie es offenbar bei jeder WM zu geben scheint. Wie siehst du das von innen quasi? Ja, das ist absolut gute Organisation. Die Infrastruktur ist perfekt, ist aber auch kein Wunder. Hier finden immer jedes Jahr Turniere statt. Mhm. Die Abläufe sind allen hier bekannt. Wir mussten an den ersten zwei Spielen mit kleineren Problemen in der B-Halle kämpfen, weil wir waren zu wenig Bälle fürs Aufwärmen da. Oder wir mussten erstmal dafür sorgen, dass das Licht eingeschaltet wird. Aber es sind so kleine Dinge, die auch sehr schnell abgestellt worden sind. Also im allem wunderbar. Kann man nicht meckern. Von außen ist da wenig zu sehen gewesen. Zum Sportlichen. Die Deutschen haben sich ja gut präsentiert. Wie zufrieden bist du mit dem Turnierverlauf? Hat man sich gegen Norwegen vielleicht sogar noch mehr ausgerechnet? Also ich kann grundsätzlich sagen, dass wir zufrieden sind. Die ersten zwei Spiele gegen Ukraine und Österreich, da konnten wir sehr gut sehen, dass wir unsere Stiefel, das was wir wollten, was wir spielen wollten, unser System, haben wir drüber gebracht, konnten wir sehen, haben wir sowohl defensiv, offensiv, war zu sehen, was die Zielvorgabe war und auch Fitness, Abschluss, alles hat da gestimmt. Natürlich war das jetzt nicht so die starken Gegner in dem Sinne, aber zufriedenstellend. Mhm. Gegen Norwegen ist im Rückblick natürlich vielleicht ein bisschen schade, dass es sich für noch dieses Spiel gereizt hat. Aber wir haben einfach in dem Spiel gesehen, da gibt es noch ein, zwei Klassen Unterschied. Wir haben gesehen, wo unsere Probleme waren oder sind, woran wir arbeiten müssen für die nächsten zwei bis drei Jahre oder vier Jahre, in dem Fall ist ja die übernächste WM. Man muss aber auch nicht vergessen, wer eigentlich Norwegen ist. Wir haben dieses Jahr bei Polish Cup in Februar in die Schweiz 5:4 gewonnen. Mhm. Und sie haben den dritten Platz abgeschlossen. Wir mit dem fünften Platz. Da sieht man, die sind nicht eigentlich kein BDW, sondern die sind eigentlich gehören in die A-Division. Gut, die nächste Chance ist jetzt in zwei Jahren dann bei der nächsten WM in Kanada. Man hat im Vorfeld schon gehört, dass wegen den hohen Kosten, die durch die Anreise entstehen, viele Nationen darüber nachdenken, ob sie wirklich dahin fahren. Wie sind denn die Pläne für die deutsche Mannschaft in den nächsten zwei Jahren, auch von der WM abgesehen? Auch da wird unser Hauptproblem liegen, oder vermutlich unser Hauptproblem. Wir müssen ein Team zusammenstellen können, das nicht nur die sportlichen Fähigkeiten hat, sondern auch die finanziellen Möglichkeiten. Ja. Wir müssen bis zum 31.12. dieses Jahres bei der IFF melden, ob wir teilnehmen oder nicht. Okay, und, bald. Genau, und das ist genau auch dieser Stichtag, an dem wir schon ein Team haben müssen. Wir können nicht jetzt wie im normalen in einer WM-Kampagne anderthalb Jahre sichten und trainieren und dann fangen die besten 20 mit, sondern wir müssen jetzt bis Ende des Jahres 20, es müssen nicht 20 sein, aber wir müssen ein Team haben, das die finanziellen Möglichkeiten hat und natürlich auch die sportlichen Fähigkeiten. Sprich, die nächste WM-Kampagne wird eine komplett außergewöhnliche sein. Wir werden jetzt bis Ende des Jahres sichten, dann Gespräche führen, wie wir das finanzieren können und dann werden wir sehen, ob wir überhaupt teilnehmen können oder nicht. Also die Finanzlage wird auch in Deutschland eine große Rolle spielen. Bei ja. Gut, wie sieht es denn mit der nächsten WM aus, der Damen-WM in Finnland? Da gehen jetzt ja die Blicke hin. Werden man da deutsche Damen aus der U19-Auswahl antreffen? So wie sich unser Team, unser junges Team hier präsentiert hat und würde ich sagen, ist sehr wahrscheinlich, dass wir die eine oder die andere da sehen werden. Gibt es da schon konkrete Kandidaten? Die gibt es, aber die möchte ich nicht namentlich benennen. Okay, dann vielen Dank an dieser Stelle. Dankeschön.